6. Oha. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout Shelter. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer und wir betreten unseren Vault 111. So, was machen wir denn in dieser Folge? Da kriegen wir jetzt erstmal ein Baby. So, dann haben wir hier Stärke. Hier haben wir einen Stufenaufstieg. Jemand. Ne, keinen Stufenaufstieg, aber einen Dingens. Dann haben wir hier ein Handwerker-Outfit. Wir haben einen Raum entwickelt und wir stellen gleich mal ein weiteres Outfit hier an, so einen gepanzerten Voltanzug. Und wir müssen jetzt eigentlich wieder jemanden aus dem Ödland zurückbekommen. Unseren Gary Clark. Den nehmen wir mit. Eine Institutpistole. Ach so, ein Rezeptfragment. Aber das ist auch nicht schlecht. So, wir haben 8406 Kronkorken. Und von diesem Geld möchte ich mir die Waffenwerkstatt ausbauen. Aber zuerst möchte ich hier noch eine rostige Laserpistole bauen. 1 Stunde 14 Minuten. Erhält die Chance, einen Bewohner aus dem Ödland anzulocken. Könnte man eigentlich... Na, wobei, ich müsste da einen dritten bauen. Eine dritte Radiostation bauen. Und dann eine Lounge. Bewohner hier zuweisen, um ihr Charisma zu verbessern. Trainingsraum, Waffenwerkstatt, Radiostudio. Kostet es dann mehr, wenn ich das ausbauen will? Ja, dann kostet es 3000. Kostet es 3000, Wahnsinn. Okay, gut, da müssen wir noch ein bisschen sparen. 38 Nuka-Cola Quantum haben wir. Dann würde ich fast mal sagen, weil unser 3-Dog, der hat jetzt wieder ein neues Ding bekommen. Da würde ich sagen, schicken wir nochmal Bus auf eine Mission. Dann machen wir vielleicht heute gleich noch. Flash Keys an Entführer. Stufe 14, 5 plus. Da können wir wieder bloß den 3-Dog nehmen. Der hat Stufe 43. Ist halt die Frage, nehmen wir den oder nehmen wir den nicht? Stufe 14, Waffen 5 plus. Was jetzt passiert? Feuer ausgebrochen. Helf mal mit. Helf mal alle zusammen. 4, 5, 6, 6. Oha! Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ach, jetzt hört da das Feuer wieder auf und jetzt brennt es überall. Ach du Scheiße! Nein! Helft's mal da unten mit! Jetzt brennt es in der Ding. Nein, wir haben einen Feueralarm. Ach du Scheiße, jetzt brennt mir hier alles ab. Ihr rennt mal hier rüber. Ach du Scheibenkleister, nein! So, du hilfst mal hier mit. Zum Löschen. Ihr zwei helft da oben noch mit. Und du hilfst da oben auch noch mit. Du rennst mit daher. Schnell, sonst ist der Raum oben verbrannt. So, da unten ist das Wasserfeuer fast aus. Du hilfst da unten noch mit. Kurz. Und du löscht auch noch da oben mit. Okay, da haben sie es geschafft.
stehe nicht so wild in der Gegend rum, sondern lösche hier mal oder passe auf. Und ich sollte jedem Bewohner hier ein so ein Ding zuweisen, einen Raum zuweisen. Dass, falls sowas wieder passiert, dass sowas nicht nochmal passiert. Es brennt doch noch. Da brennt's noch. Da. Du löscht noch mit unten. Die ist ganz alleine da in der Küche. Der hilft gar nicht mit. Komm, jetzt helfen wir mit beim Löschen. Den kleinen kann ich noch nicht benutzen. Die löschen immer noch wie wahnsinnig. Na, endlich, jetzt kommt der Three Dog. Der hat sich aber ganz schön lange Zeit gelassen. Puh. Endlich ist das Feuer gelöscht. Okay, sowas Großes hatte ich bisher auch noch nicht. Okay. Wo ist der jetzt? Mysteriöser Fremder! Ha, da ist er. Sehr schön. Puh, okay, also. Dann würde ich sagen, schicken wir den Three Dog nochmal los, denn das möchte ich heute noch machen. Three Dog! 20 Stimpaks. Und 20 Redaways kriegt er. Wir beginnen die Quest. Die Aufholjagd. Der Three Dog darf wieder unterwegs sein. Der steht wild in der Gegend rum. Der Gary Clark, der ist jetzt Stufe 12. Warte mal, wie kann ich denn eigentlich die Bewohner schneller aufstufen? Geht das irgendwie, dass die Bewohner schneller einen Stufenaufstieg bekommen? Ah. Gibt es doch bestimmt irgendeine Möglichkeit, dass die Bewohner schneller Stufenaufstieg bekommen. So. Waffenlager, der steht auch bloß wild in der Gegend rum. Der Emil Boyd. Ha! Okay. Der kann dann gleich mal hier so seine Perception erhöhen. Der ist jetzt auch groß, die Margaret Young. Die Stärke erhöhen. Dass ich dann hier gleich schon mal ein paar starke und mutige Vault-Bewohner hier drin habe. Und am liebsten würde ich jetzt das Radiostudio ausbauen. Aber es kostet mir 3000. Dann habe ich nur 4902. Und ich weiß nicht, wie viel das kostet, wenn ich die Ding hier mache. Andererseits kriegen wir auf unseren Streifzügen ins Ödland auch immer ordentlich und genug Kronkorken. 20 Minuten dauert es noch. Verbessern 2000. Verbessert. Ja, warte mal. Was hat denn der Intelligenz? Ja, nicht gerade viel Intelligenz. Der ist nicht sonderlich intelligent. Jetzt schauen wir mal, ob ich da einen intelligenten. Ach, der Gary Clark. Ach, aber der hat hohe Intelligenz. Dann darf der da mal reingehen. Na komm, Gary Clark. Ist er das? Nein, das ist der Brian Jackson. So, dann darf der Gary Clark mal sein Ding ausziehen, sein Sportfan-Outfit ausziehen. Und sein Laborkittel anziehen. Der hat jetzt ordentlich... Jawohl, und jetzt wird aus den 4 Minuten, aus den 20 Minuten werden jetzt 4 Minuten. Und der... Warte mal, hier brauchen wir auch Forschungslabor. Intelligenz. Joyce. More.
Der Samuel, der kann mit rein. Da geht es auch schon mal schneller. Ich glaube, dann müsste es schneller gehen. 8038. Tempomodus oder nicht? Beim Redaway könnte man es ausprobieren. Wobei 8 Minuten. Habe ich hier noch Leute übrig, die vielleicht noch ein bisschen Intelligenz haben? Waffenwerkstatt. Trainingsraum, Baracken. Cafeteria. Kraftwerk. Cafeteria. Cafeteria, Sportraum. Sportraum. Ryan Snow. Outfitwerkstatt. Wasserbehandlungsanlage. Den ziehen wir mal aus dem Sportraum ab. Da treibt es sich herum. Jawohl, immer wieder auf den mysteriösen Fremden warten. Und der kriegt einen Laborkitzel. Laborkittel. So, und dann können wir hier vielleicht noch einen weiteren reinsetzen, der ein bisschen intelligent ist. Ryan Snow, Samuel Drake. Forschungslabor. Achso, und das ist Krankenstation, naja. Sportraum. Christopher Wilson, aber der hat nicht viel Intelligenz. Der ist nicht sonderlich intelligent. Dafür brauche ich erst noch ein Klassenzimmer, um die Intelligenz zu steigern. Aber dafür brauche ich dann auch wieder mehr Bewohner. Puh. Sollte vielleicht auch nicht alles auf einmal versuchen. Der macht gerade einen gepanzerten Voltanzug. Und der braucht Perception. Da könnte ich eigentlich... Warte mal, haben wir da... Mit Wahrnehmung. Wasserbehandlungsanlage. Na gut, die werden alle in der Wasserbehandlungsanlage gebraucht. Die mit viel Wahrnehmung. Ach, die kann ich erhöhen mit... Hier, mit 2 abschließen, mit 1 abschließen. Okay. Soll ich es mal oder nicht? Ne, eigentlich möchte ich es nicht verschwenden dafür. Wie viel hat der? Der hat noch nicht viel. Schaut's mit der aus? Na, der hat ein bisschen mehr. Du kommst mal runter. Und du ziehst dir auch gleich mal einen gepanzerten Voltanzug an und kriegst eine abgesägte Schrotflinte. Der hat auch keine Waffe. Der kriegt jetzt auch mal eine Jagdflinte kriegt der. So, und dann geht das vielleicht auch ein bisschen schneller vonstatten. Ja, schließen, komm, geh weg, du blödes Ding. So. Schon wieder! Das gibt's doch nicht. Helft's mal mit hier. Ah, nee. Nein, nicht rausrennen. Jetzt kann sich das Feuer umgehend ausbreiten, Scheibengleister. Achso, ich kann da unten nicht mehr als 2 Leute reinstecken, die zum Löschen. Na gut. Huh. So, drüben haben wir einen weiteren Stufenaufstieg. Da haben wir einen Lagerraum. Und vielleicht erhöhen wir jetzt tatsächlich das Radiostudio. 8199. Komm, dann machen wir das. Erhöht die Chance, einen Bewohner aus dem Ödland anzulocken. Verbessert 9000. So teuer kann das nicht sein, wenn ich die... So teuer kann das nicht sein, wenn ich hier die... Die Ding... Abschließen will. Die, Waffenwerkstatt abschließen will. Oder erhöhen will. So teuer kann das nicht sein. Das Essen nehmen wir mit. Unser Three Dog ist noch unterwegs. Sehr schön. Ja, und dann würde ich fast sagen, weil es hier für uns nichts mehr zu tun gibt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss, euer Busfahrer.
So, dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut doch einfach mal rein in meinen Kanal, ob ihr was findet in der entsprechenden Playlist. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Busfahrer.